Ist das Ding an? Okay, let's go. Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Gameplay-Commentary auf unserem Kanal, und zwar von mir tatsächlich nach Äonen, ja. Ich glaube, das letzte Video, was ich gemacht habe, ist tatsächlich jetzt, oder das letzte, wo man mich wirklich mal etwas länger hat reden hören in einem richtigen Kontext und überhaupt, ist jetzt, glaube ich, 9 Monate her oder so. Ja, und sonst habe ich irgendwie so ein paar Teaser oder Trailer zusammengeschnitten, just for the fun. Aber sonst, ja, länger nichts gehört, mal wieder, ja. Ist ja mal wieder typisch für uns. Aber gut, ja, die Freiheit haben wir auch. Wir sind ja ganz unabhängige, unkommerzielle YouTuber. Soll es ja auch noch geben heutzutage. Und ja, machen einfach unser Ding, ne? Und nun gut, back to the topic. Ich hoffe, dass das Gameplay hier alles in Ordnung ist und so, weil ich sag mal so, ich habe länger nichts mehr von der 360 gecaptured. Und ich weiß nicht, irgendwie, ja, alles ein bisschen suspekt manchmal. Und ja, Halo Reach tatsächlich mal im Hintergrund. What the fuck is going on around here? Ja, ich habe mir gedacht, du hast noch irgendwo ganz viele Sachen gespeichert, auch in Halo 4 oder Halo 3 oder so. Und da ich persönlich, zumindest in der Master Chief Collection, obwohl die meisten ja jetzt wohl ganz gut was finden, immer, ich immer noch nichts finde, mag an meiner schlechten Leitung liegen oder so, keine Ahnung. Obwohl ich eine offene NAT habe und in anderen Games auch was finde, ohne dass es leckt. Und zwar relativ schnell. Auch auf der Xbox One, zum Beispiel in Titanfall, kann ich meistens relativ problemlos spielen und ja, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht kommt das jetzt mit dem April-Update, dass ich dann auch mal die Master Chief Collection endlich spielen kann. Dennoch muss ich sagen, dass ich 3 for 3 gegenüber relativ positiv momentan eingestellt bin, was ja bei vielen offenbar vielleicht nicht so ist. Ne, ich fand die Halo 5 Beta ziemlich cool und finde nicht, dass sich das Ganze mehr in Richtung Call of Duty bewegt, ehrlich gesagt, weil, what the fuck, es geht mehr back to the roots mit neuen Features, so, also die Spartan Abilities, die jeder hatte, da fand ich alle ziemlich cool, außer hier dieses Stance oder wie auch immer, keine Ahnung, wo man so in der Luft schweben bleibt, das war ein bisschen useless, aber sonst habe ich auch direkt ausgestellt, aber kann man ja dann auch, ist gut. Der Rest war eigentlich ziemlich cool und es hat sich geil angefühlt, war schnell, ja, und die hören ja auch auf Feedback, soweit man das bisher sagen kann. Und auf die Halo 5 Kampagne freue ich mich auch sehr, also was sie da momentan mit Hunt the Truth und den ganzen Teasern und Zeug abziehen, so rein marketingmäßig und hype-schürend, funktioniert sehr gut und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Und bin mal gespannt, was sie da machen, ja, obwohl ich Locke bisher schon ziemlich hasse, ja, aber gut, dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Ja, sonst bin ich mal echt gespannt, also was da so kommt. Und wenn die Master Chief Collection dann auch irgendwann mal hier funktioniert, ja, schön und gut. Allein wegen den Kampagnen, so zusammengefasst und so, hat mir das bisher schon eigentlich ganz gut gefallen und ich finde nicht, dass ich mein Geld verschwendet habe. Klar, es ist alles andere als optimal gelaufen, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich bin trotzdem irgendwie, hasse ich 3 for 3 nicht, deswegen, weil ich zumindest, ja, es ist jetzt schon ein bisschen doof, dass es immer noch nicht bei mir funktioniert, aber ich meine, bei vielen funktioniert es ja halbwegs und deswegen ist das so schon okay. Haben zwar lange gebraucht und so und manche sagen, es hätte auch direkt von Anfang an funktionieren müssen, aber ich kann verstehen, warum es das nicht direkt getan hat. Man so 4 Games zusammenzupacken, bla bla. Man hat schon über alles geredet. Ich will das jetzt nicht nochmal aufräumen, nur weil ich in dieser Zeit, wo das halt aktuell war, kein Video gemacht habe. Genau, wie gesagt, ich bin auch mal wieder am Start hier mit dem Halo Reach Game. Der ist uralt. Also, da, das ist wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sogar schon mal auf diesem Kanal irgendwann verwendet habe. Kann ich also nicht sagen. Es ist schon, Zeit vergeht so schnell und oh, man vergisst so viel. Keine Ahnung. Also, wenn, dann werden sich die meisten von euch eh daran nicht erinnern können. Also, naja, keine Ahnung. Es ist auch nicht das allergeilste Gameplay. Ich glaube, dass ich heute so rein taktikmäßig irgendwie
bisschen intelligenter spielen würde, irgendwie als ja, damals. Ich habe mir mehrere Gameplays jetzt wieder von mir von früher mal angesehen und holy crap, was habe ich da teilweise gespielt. Aber gut, wird sich dann zeigen, ja. Genau, ich werde jetzt auch wieder ein paar mehr Videos machen. Ich bin jetzt kurz vorm Abi, nächste Woche, in einer Woche oder so, schreibe ich meine erste Klausur. Ja, bin momentan am Lernen, aber habe ja keine Schule mehr und deswegen habe ich auch schon trotzdem ein bisschen mehr Zeit, weil Abi-Stressen, ja, ist auch relativ. Also, ich sag mal so, man macht schon was und sollte auch immer wieder was machen, aber seien wir mal ehrlich, ja, es ist jetzt nicht so wie an der Uni später wahrscheinlich oder so. Ist halt, ja, man lernt ein bisschen und so. Und ja, und ich habe schon entspannte Fächer, aber jetzt auch nicht so, ich bin jetzt auch nicht so jemand der Kunst und keine Ahnung, was sich da alles gibt, nur Erdkunde Pedda hat. Also ich habe Abi-Fächer Deutsch und Geschichte Leistungskurs. Geschichte ist dann schon wieder ein bisschen mehr zu lernen tatsächlich. Ich meine, ja, man muss halt einfach vom Nationalstaatsgedanken, ja, mit Napoleon hat es da ja schon alles angefangen, bis quasi zum Mauerfall einfach alles lernen, so an Daten. Das sind dann schon um paar hundert. Und deswegen ist das schon halt ein bisschen was, aber es hält sich auch immer noch im Rahmen. Man kann das schon gut packen, so finde ich zumindest. Und ja, Deutsch, Deutsch ist so, ja, man kennt den Inhalt der Bücher, Interpretationsansätze und noch so ein bisschen drumherum, anderen Themen, dann ist das auch kein Problem. Und was habe ich als drittes Abi-Fach? Erdkunde, Erdkunde sowieso so, muss kaum was für tun, wissen alle. Und als viertes Fach habe ich dann Mathe mündlich, aber die Mathematik, die man in der Schule durchnimmt, ist eh so gut schaffbar. Für die meisten zumindest, würde ich mal behaupten. Klar, es gibt Leute, die Mathe hassen und die einfach da irgendwie völlige Probleme immer mit haben. Kann ich auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt zumindest nachvollziehen. Aber naja, ich finde es jetzt schon durchaus machbar, ohne Probleme, da so eine mündliche Prüfung nochmal reinzuballern. Also, ums Abi mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen, vor allem weil ich ganz gut vorbenotet bin. Also, das wird schon irgendwie alles halbwegs passen. Was da am Ende dabei rumkommt, werdet ihr dann vielleicht erfahren, wenn es soweit ist. Wenn ich die Noten alle habe und geschrieben habe und so weiter und so fort. Genau, und da ich viel Zeit habe, habe ich dann auch jetzt ein größeres Projekt mir mal vorgenommen, werden einige von euch bestimmt auch schon mitbekommen haben, nämlich, dass ich alle Halo-Teile mal Let's Player hier chronologisch auf dem Kanal, abgesehen von Halo Wars, weil irgendwie, keine Ahnung, ich mag Halo Wars ziemlich gerne, aber nun ja, irgendwie so von der Kampagne her habe ich die lange nicht gespielt und kenne die auch gar nicht so gut. Also ich kenne die Cutscenes, aber so die Level an sich. Keine Ahnung, und ich bin auch nie so gut in Halo Wars gewesen und so, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt fürs Erste nicht. Ich fange bei Reach an und dann arbeite ich mich bis zu Halo 4 vor, inklusive ODST. Und dann schauen wir mal, ne? Genau, also so viel dazu und dann werde ich halt auch noch andere Videos machen, Commentaries, bla bla, irgendwie so. Mal gucken. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt andauernd jeden Tag immer ein Video hochlade, aber da ich jetzt halt einfach mehr Zeit habe und auch irgendwie wieder so gesundes Maß an Motivation, wird sich das jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen einpendeln. Mal sehen, wenn nicht, dann halt nicht. Ich bin da momentan auch ganz entspannt so dem gegenüber, weil, ja, wir machen es halt einfach, wie es bei uns gerade passt. Hat sich ja schon so eingependelt, und von daher, mal sehen. Genau, ich hoffe, ihr habt euch gefreut, mich mal wieder zu hören und ansonsten, mehr demnächst. War nur so ein kleines Video, um mich mal wieder zu melden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schönen Tag, Abend, was auch immer, morgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.